Und damit willkommen zurück zum Vampir-Dauerlauf, würde ich glatt sagen. Beziehungsweise dem Vampir-Marathon. Grenzt eigentlich schon dran. Es fehlt echt nicht mehr viel. Das ist eine gute Frage. Bin ich eigentlich schon derjenige mit den meisten Vampir-Parts auf YouTube? Ich meine, es gibt, glaube ich, gar nicht mal so viele YouTuber, die jetzt hier Total War Warhammer gespielt haben. Und auch nicht alle von denen haben Vampire gespielt. Von daher ist die Chance gar nicht mal so gering. Aber schön. Also nicht nur von den Parts, sondern wirklich auf die Stunden hochgerechnet. Könnte das vielleicht hinkommen? Oder auf die Runden? Wer weiß. Aber schön, nicht jeder spielt auch längst nicht jeder auf sehr schwer. Die meisten YouTuber spielen eine Runde. Von daher habe ich mir schon ziemlich was angemutet, aber ganz ehrlich, von allen Warhammer-Spielen, die wir hatten, das hat sich zwar am längsten gezogen, also von allen Total War-Spielen, von Imperium, Grünhäute und Vampire, hat sich Vampire jetzt sehr lang gezogen. Mittlerweile sind wir schon von den Parts weiter als bei hier Imperium und Orks zusammengerechnet. Aber ganz ehrlich, es macht verdammt Spaß. Es war längst nicht so eindeutig. Wir sind nicht über alles drüber gerollt, sondern mussten uns jeden Sieg hart erarbeiten. Und hart erarbeitete Siege fühlen sich einfach viel, viel besser an. Ist einfach so. Was wollten wir hier tun? Ihr wart James Nieder. Stimmt, ihr wolltet euch ja. Ihr könnt euch eigentlich mal. Oh, hier wurde ich wieder ordentlich sabotiert. Ich sehe es schon. Nervig. Richtig nervig. Bald aber haben die mir wieder Leute weggefressen. Im Übrigen muss ich auch gleich mal sagen, es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht direkt auf die Kommentare eingehen kann von euch. Es ist jetzt die Sache, es ist jetzt gerade mal ein Tag nach der letzten Aufnahme. Also es kam jetzt gerade mal, welcher Part? Ich habe die Übersicht verloren, welchen Part wir sind. Aber es kam jetzt erst vor kurzem. Es kommen noch 4 bis 5 Parts der alten Aufnahme zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ja aufgenommen wird. Von daher kann ich jetzt auf aktuelle Kommentare gerade nicht eingehen. Aber ich komme demnächst zu selten zum Aufnehmen und ich möchte das jetzt mal hinter mich bringen. Alles. Alles klar. Mal zusammenfügen. Dann können wir zumindest ein paar Skeletthilfstruppen reintun. So. Es tut schon echt weh. Es tut weh, was wir hier nur durch Agenten verloren haben. War das nur dieser eine Penner? Ja, Stufe 30, wundert mich nicht. Unsere starke Benji ist noch da unten, oder? Komm mal mit hoch. Ich kann nicht da gebrauchen, den 30er wegzuflexen. Okay, würde ich sagen, beenden wir die Runde. Da wollte er schon wieder Einheiten angreifen, der Penner. Blöde. Kosten für Tote erwecken. Gerade nicht, Führerschaft, bitte. So, Verstärkungen bitte her. Ich brauche euch wirklich verdammt dringend. Ja, ich sage, wie dringend ich euch brauche. Alle. Jeden von euch. Das Heinrich Kemmlers Armee und die von Vlad. Wir können ja Vlad erstmal ein bisschen mit Heinrich Kemmlers Leuten auffüllen. Damit das Vlad relativ schnell wieder einsatzbereit ist. Vlad kriegt am besten einfach noch zweimal Verfluchte, oder? Ach komm, wisst ihr was? Der kriegt's einfach so. Gib's ihm! Gib's ihm! Boah, jetzt hat er's ihm aber gegeben. Habt ihr das gesehen? Okay, du kommst auch noch mit runter. Ich glaube, jetzt haben wir ordentlich was an Truppen da, um an der Front nachzuhelfen. Im Übrigen, mir kommt es gerade echt nicht, welche. Ich komme mit den Folgen einfach durcheinander, weil schon so viele sind. Ich schreibe es einfach mal in die Beschreibung oder in die Kommentare unter diesem Part, bei welchem Part es eigentlich aktuell gerade ist, wo ich diese Folge aufnehme, dass ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, auf welche Kommentare ich zuletzt überhaupt erst eingehen konnte. Ich würde es anders machen, hätte ich andere Aufnahmetage demnächst. Aber ich kann die nächsten 4, 5 Tage nicht sicher aufnehmen. Und besser so, als wenn Folgen ausfallen. Jawohl, machen wir gleich den Steinbruch rein. Brauchen Geld. So. Oder wisst ihr was? Ich kann es auch in der nächsten Folge sagen. Da mache ich mal eine kurze Zeit. Ich kann jetzt nicht raustappen während der Aufnahme, aber in der Pause zwischendrin mache ich das mal. Dass wir alle Bescheid wissen.
Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay, dann warte ich doch ein paar Runden, bevor ich hier wieder großartig ausbaue. Hier wollten wir noch. Aber derzeit können wir es uns noch nicht leisten. Vielleicht dürfte auch bald wieder ready sein, übernächste Runde. Dann geht es da auch wieder ab. Und ihr bleibt einfach da und übt ein bisschen Druck aus. Aber ich kann es mal versuchen, mit meinem Fluchfürst zumindest einen Attentat zu machen. Alter. Alter. Nicht meinen eigenen und nicht hinzufügen. Mit Zwerg bitte vereinen. Schade, gescheitert. Aber du wirst besser, das ist gut. Gibt durchaus Schlimmeres. Einheitenerfahrung für alle Rekruten. Streitkräfte in lokaler eigener Region. Verstehe. Also nur auf unserem Boden quasi. Schade eigentlich. Ich dachte schon, fast jetzt alle in dem gleichen Gebiet würden noch mitleveln. Passiv. Wäre eigentlich toll. Also keine Puppe. Ich find's toll. Unser. Okay. Nächste Runde. Oh, mal niemand zu befördern. Einheiten angreifen, Erfolg. Natürlich ist... Alter, meine Armee ist schon fast wieder kaputt. Die ist gerade erst frisch angekommen. Ein Streitwagen rekrutieren? Ah, ja, stimmt. Ja, okay, der die schwarze Kutsche zählt als Streitwagen. Ey, ich kann den eigentlich schon wieder zurückschicken, um neue Armeen aufzustocken. Leck mich am Arsch, ist dieses Truppensabotieren overpowered in dem Game. Bitte mach den tot. Bitte mach ihn tot. Ich kann den nicht mehr sehen. Tut das gut. Kritischer Erfolg, gleich Kopf ab bei dem Arsch. Boah, war das gut. Das war zu gut. Ja, im eigenen Gebiet zu sabotieren, die Truppen bringt nicht viel, die erholen sich gleich wieder. Es sei denn, ich mach's direkt kurz vor einem Angriff. Ja, Steine, du bleibst da. Aber du kriegst jetzt mal Truppen von Valmont. Ihr könnt jetzt echt zusammenziehen. Also, nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr in die gleiche Wohnung geht. So, dann bist du wieder voll und du gehst mal zum Auftanken zurück. Das ist ja ein Witz. Wurde mir fast eine ganze Armee weggeflext, nur von diesem einen kleinen Kackzwerg. Der findet es auch noch lustig. Junge. Du kannst froh sein, dass meine Händesammlung schon vollständig ist. Und du wahrscheinlich schon gar keine mehr hast. Wegen vergangener Taten. Stell dir mal vor, man sammelt Hände. Als Hobby. Oh ja, mache ich halt mal gerne. Heinrich Klemmler kriegt noch Verfluchte dazu. Wer hätte es gedacht? Verflucht ist das eine gute Idee. Du könntest doch noch diese lustigen Steuermänner mitnehmen. Die haben wir doch bestimmt. Wo haben wir die eigentlich? Wo haben wir die? Die werden doch bei Heinrich Klemmler am besten aufgehoben. Wir haben irgendwo doch noch diese Söldnerverfluchten. Aber ich weiß nicht wo. Ferdinand der Listige. Da, bei Hellmann Gorst. Na gut, stimmt, zu dem passen die ja noch besser. Ich habe ja gesagt, Hellmann. Jetzt habe ich Heinrich Klemmler und Hellmann Gorst verwechselt. Natürlich, zu Hellmann Gorst passen sie besser. Entschuldigung. Jo, neue Invasionen vorbereiten und so. Wir wollen ja alle glücklich werden. Du kommst auch mit dazu. Wir können jeden hier gebrauchen. Nächste Runde kommt dann Vlad auch noch mit dazu. Das wird eine Invasion, das glaubt ihr aber. Im Falle machen wir einfach unsere letzte entscheidende Schlacht tatsächlich. Hier. Wenn die Zwerge nicht wieder wegrennen, was sie ja sehr gut können. Wo kommen die denn plötzlich her? Ja gut, solange ich mich hier zusammen bewege, dürfte nichts großartig passieren. Achso, schon vorbei. Alter, wenn ich mir schon wieder angucke, was da rumfliegt. Dreimal Hammerträger, zweimal Langbärte mit zwei Waffen. Und ja, ich verwechsel die gerne. Weil ganz ehrlich, so wie die ihre Axt halten, das sieht so mit Auge zudrücken immer aus wie ein Hammer. Aber es ist eine Zweihand-Axt.
Du kommst hoch, du kommst hierher und wir sammeln uns mal als ein fröhlicher Dreiertrupp da. Ich möchte jetzt keine Armee einzeln rumrennen lassen, solange die hier in der Gegend sind. An sich dürfte die Chance schon ziemlich gering sein, mit diesen Truppen hier gegen die zu gewinnen. Aber wir haben eine Chance. Wir haben durchaus eine Chance. So, Manfred und Frederik laufen hier zusammen. Heinrich Kemmler ist auch nächste Runde schon wieder ready. Geil. Sehr schön. So, Vlad, du bewegst dich auch mal hier runter. King of Darkness. Und gleich noch hier. Was wir gerade an Truppen ausspucken, ist Wahnsinn. Am laufenden Band. Und wenn wir schön dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiterhin stabil bleibt, ist es auch gar kein Problem, dafür zu sorgen, dass vielleicht sogar noch eine Armee auf lange Sicht hinzukommt, die wir unterhalten können. Alles Truppenmasse, die wir brauchen. Gegen die Masse von den Zwergen müssen wir nur mit noch mehr Masse kontern. Weil mit Klasse geht schwer gegen Zwerge. Weil Zwerge sind eigentlich schon die Fraktion, die sehr mit Klasse trumpft und dafür weniger Masse hat. Oh nö, so viel mehr geht gerade nicht mehr. Wie schaut es eigentlich hier aus in dem Gebiet? Oh, schön. Was sagt eigentlich die Verseuchung? 15% und wird weniger. 30% Chaos, Korruption. Das war doch vor einer Weile schon mal viel höher, oder? Oder habe ich mich damals verguckt und ich habe nur auf die Chaos-Korruption ist ziemlich hoch, aber vampirische Korruption ist sehr zu wünschen übrig. Ja, sehr schwer zu wünschen übrig. Da habe ich mich damals wohl schon verguckt. Wahrscheinlich steht es auch schon in den Kommentaren zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video lest. Aber derzeit in meinem Zeitraum noch nicht. Es ist ein bisschen wie Zeitreisen. Bloß anders. Es ist wie Zeitreisen, bloß was anderes. Müsst ihr verstehen. Komm, greif mal Einheiten an. Nur für den Fall. Ja, super. Wo sind starke Kommandanten? Im Idealfall können wir... Ja, was ist effektiver? Einheiten anzugreifen oder einen richtig starken... Hier sind nicht mal starke Kommandanten. Also ich würde sagen, wenn es ein Kommandant wie Togrim ist, oder hier... Ungrim. Bei denen lohnt es sich, den Kommandant zu meucheln, statt die Armee. Weil das Problem ist ja, wir können ja nicht zweimal hintereinander. Also die Chance ist unglaublich gering, dass wir zweimal hintereinander Erfolg haben. Von daher würde ich... nur bei richtig starken Kommandanten das Attentat bevorzugen und ansonsten immer die Truppen schwächen. Bevorzugt Eisenbrecher. Ja, gut. Was heißt der bevorzugt? Wir können ja eh nur so einen Streuangriff machen. Apropos Streuangriff. Ja. Gut, der wird sich eh verpissen. Aber wir können unseren Fluchfürst Erfahrung... Fluchfürst Erfahrung sammeln lassen. Batz! Na, hat's wehgetan? Ich hoffe doch. Die Agenten werden auch weniger, oder? Ja, die können einfach immer weniger unterhalten. Die stellen sich so davon, machen Grimassen. Was ist mit dem Unterhalten der Truppen, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. So, Vlad, auf geht's. Mitmachen. Yay, Heinrich ist auch wieder soweit. Und wir haben sogar noch ein kleines Plus. Würde es sogar reichen, diese Armee aufzufrischen? Damit würde ich noch warten. Tatsächlich. Und ganz ehrlich, ich nehme erstmal wieder die Skelette weg. Spart jetzt auch wieder ein bisschen was an Geld. Und ich würde mal gucken, dass wir hier weiter die Wirtschaftskraft steigern. Wir brauchen noch Quellenes. Quenelles. Frisches Quellenes Wasser. So. Hier in Bordeaux geht ebenfalls was. Hört ich was an wie ein Puff. Bibliothek, Vampirgruft, ja. Lassen wir uns noch Zeit mit. Sobald wir ein bisschen mehr Rücklagen haben. Muss ich wieder an diesen Witz denken. Haben Sie finanzielle Rücklagen? Naja, ich habe seit 3 Wochen keine Pfandflaschen mehr abgegeben. das war's schon wieder für die Runde. Ah, neuer Erlass. Stimmt.
gleich gedannt. Oh, Hallöchen. Ganz ehrlich, ich sehe meine Chancen hier noch nicht mal so gering, angeblich. Hellmann Gors, sehr erfahrener Kommandant, der sich auf Verfluchte und Gruftschrecken spezialisiert hat, die wir hauptsächlich dabei haben, mit Morteschrein-Unterstützung, sogar ein kleines bisschen Flederbestien-Wagulf-Unterstützung. Problem ist bloß. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Infanterietrupps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Es wird knapp, wenn ich die Fernkämpfer außer Acht lasse, wird es knapp hinhauen, dass ich alle Eisenbrecher mit meinen Verfluchten im Nahkampf binde. Dann kann ich ja noch die Gruftschrecken dazuziehen im Idealfall. In der Zwischenzeit könnten sich Flederbestie und Wahrgeist darum kümmern, die Musketenschützen und die Artillerie zu zerstören. Es könnte funktionieren. Sehr gut sogar. Wir haben einen unerfahrenen Kommandanten als Gegner und haben die Möglichkeit tatsächlich... Ja, wir kämpfen im Tunnel. Das sollte man wissen. Wenn Hellmann Gost hier verliert, dann gucken wir doof aus der Wäsche. Ah, diese Entscheidungen, ne? Ich weiß es nicht. Wollen wir das schlagen? Wir können damit eine Zwergenarmee wegflexen. Aber wir können es noch effektiver machen, wenn wir Verstärkung dazu ziehen. Zumal ich Hellmann Gost eigentlich für die Endschlacht... Na gut, wir können dann wieder zurückziehen. Wisst ihr was? Wir machen das. Wir haben die Möglichkeit, eine Zwergenarmee auszuschalten, effektiv. Und wie gesagt, ich glaube, da die Zwerge jetzt so wirtschaftlich geschwächt sind, sie behalten ihre Armeen, warum auch immer. Ich glaube, die zahlen einfach keine Unterhaltskosten oder so. Aber sie werden kaum neue Truppen ausbilden. Das heißt, jeder tote Zwerg bleibt vorerst erstmal tot. Also wirklich ausgelöschte Trupps. Und gerade im Tunnelsystem abgefangene Zwerge, wenn wir diese Armee ausschalten, ist sie weg. Eine Armee weniger. Das müssten wir hinkriegen. Auch wenn sie viele Eisenbrecher haben. Banner habe ich verteilt, oder? Ich habe ja einmal an meine Steuermänner. Ich glaube, mehr hatte ich nicht. Mal gucken, ob mehr als 12 drin ist. Ist sogar. Sehr schön. So, ihr bildet erste Reihe. Ihr bildet zweite Reihe. Fuck, ist das hier dunkel. Ich sehe fast nichts. Man sieht die Augen vor Augen nicht. Ja, ich habe Augen vor meinen Augen. Was dagegen? So, ihr, meine Schätzchen, lauft hinten, soweit wie es geht. So, dann lauft ihr mal alle zusammen in einer schönen Familienformation. Familienpizza-Formation. Es geht doch nicht um eine Familienpizza-Formation. Kann mich ihre Artillerie eigentlich treffen von hier aus? Noch nicht. Wir könnten auch warten, bis unsere Energie voll ist. Eine Energie pro 3 Sekunden. Andererseits, wir sind da, bis wir auf 30 sind. Wir müssen gucken, dass wir alle Eisenbrecher binden. Wir müssen dann wirklich pausieren und ganz genau durchgehen, dass jeder Eisenbrecher im Kampf ist. Seid ihr gerade alle am Rennen? Boah, ist das dunkel hier! Man sieht echt nichts. Macht mal langsamer, erst wenn ihr beschossen werdet. Erst wenn ihr beschossen werdet, rennen. Vorher ist es Ausdauerverschwendung. Das ist wie mit dem Diskutieren mit Feministen. Das ist reine Ausdauerverschwendung. Ich spreche aus Erfahrung. Das kann man echt vergessen. Erst recht, wenn man es auf irgendeine Weise gesittet oder normal oder auf irgendeine Weise mit... auf einer... Argumentationsebene haben will. Nee, vergesst es. Ich hab's mittlerweile sowieso aufgegeben. Ich ignoriere solche Fälle mittlerweile einfach. Also jetzt noch nicht mal, dass ich mich woanders eingemischt habe. Jetzt wirklich so Sachen hin und wieder unter meinen Videos oder so. Indem ich unmittelbar konfrontiert werde. Unmittelbar? Kennt ihr alle die unmittelbar? Der Happy Hour heute Abend. Oh Gott, macht mal ein bisschen hin.
Ich habe mal wieder einen Kaffee vor mir stehen, der wieder kalt wird, wenn ich jetzt nicht sofort handle. Kann es eigentlich sein? Oh, übrigens, meine Verfluchten laufen doch mal in dem schönen Gleichschritt. Ja gut, Gleichschritt ist es nicht, aber sie laufen gerade richtig schön zusammen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Alter, der bufft den... Ganz ehrlich, das ist wirklich so arschdunkel hier. Warum macht denn hier keiner Licht? Ihr Zwerge, angeblich so fortschrittlich, aber ihr könnt nicht mal eure Tunnel richtig beleuchten, außer mit so riesigen olympischen Feuern. Warum gibt es ja eigentlich solche Riesenfeuerschalen? Also, wenn es der Beleuchtung dienen sollte, wären viele einzelne kleine Lichter effektiver. Und auch leichter am Brennen zu halten. Mit ja, für Laternen. Weil wenn das hier gerade wirklich eine geschlossene Höhle ist, machen solche Feuer dann auch noch die Probleme, dass sie verdammt viel Kohlenstoffdioxid reinfeuern in die Höhle. Und der Sauerstoff langsam verloren geht. Vor allem dieser ganze Rauch. Oh, jetzt können wir anfangen zu rennen. Übrigens, Fakt am Rande, wusstet ihr eigentlich, dass Fackeln jetzt im realen Mittelalter wurden Fackeln nie hergenommen, um hier für Licht zu sorgen. Fackeln hatten hauptsächlich tatsächlich die den Sinn, damit etwas anzuzünden. Zum Licht machen ist das eine beschissene Idee. Wenn man mit einer Fackel in ein Haus geht oder in eine Höhle oder sonst irgendwo rein, dann erstickt man halb dran, weil da so viel Rauch rauskommt. Man hat sich ganz einfach meistens eine Laterne bzw. eine Kerze angezündet. Gut, eine Laterne ist ja eine Kerze in so einem lustigen Fensterchen. Deswegen frage ich mich, was für ein... Vielleicht sind es auch irgendwelche rituellen Feuer. Obwohl ich glaube, dass die Zwerge... Gut, irgendwelche Runenrituale? Kein Plan. Vielleicht werden auch Kadaver verbrannt. Ja, ballert alle schön auf mich drauf. Das ist in Ordnung. Nutzt euren beknackten Fernkampfvorteil. Ihr seid alle doof. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht mehr. Ihr seid nicht mehr meine Freundinnen. Wir können mit Helmengoss natürlich auch noch Verfluchte entstehen lassen. Wir können natürlich auch einen Fluchfürst holen, aber ich glaube, die Verfluchten sind gerade effektiver. Was seid ihr eigentlich gerade so am Stehen bleiben? Beeilt euch mal ein bisschen, auch wenn ihr beschossen werdet. Das ist kein Grund, stehen zu bleiben. Und da ist recht, nicht hinzuliegen und zu sterben. Ich bitte euch. Kommt das nächste Mal mit besseren Ausreden als ich bin tot. Vor allem als Untoter ist das eine beschissene Ausrede. So, jetzt geht's los. Okay. Sagen wir mal, wir machen eine Zeitlupe draus. Eisenbrecher. Eisenbrecher. Gibt's Total War Warhammer auf Deutsch? Wäre es bestimmt so, wie man es sonst immer von hier allerlei Total War-Spielen kennt. Mit dem hier Bogenschützen. Ist es dann bestimmt hier so. So, Eisenbrecher. so. Ihr hier mit rein. Ihr da mit rein. Auf geht's. Ab geht der Tapete. So, ihr da rein. Du mischst dich hier mit ein. Ihr seid da hinten schon drin. Sehr gut. Wir müssen alles hier im Nahkampf binden. Jeden von diesen Arschen mit Ohren müssen wir im Nahkampf binden. Hellmann, du bist da? Alles klar. Ihr geht mal durch. Was bleibt denn hier stehen? Leute des Wahnsinns! Es geht hier um Leben und Weizenbrot. Komm, machen wir hier noch ein bisschen was dazu. So, die Federbestie ist drin, aber die Eisenbrecher werfen trotzdem noch fröhlich vor sich hin. So, machen wir hier mal den Altersfluch rein. Oh, sehr schön. Der Kommandant wird gerade ein bisschen zerlegt, das ist sehr, sehr gut. Ganz ehrlich, Helmagos kann ein kleines bisschen mitkämpfen. So, hier mache ich mal... Ihr da macht mal was. Tut mal irgendwas Produktives. Und jetzt bohrt sich jemand in der Nase. Es ist auf eine gewisse Weise produktiv, aber nicht für mich. Oh. Die sind mir gleich zerhackt. Aber gut. Dich können wir auch mal mitkämpfen lassen. Was habt ihr immer mit eurem Reis? Ich glaube, das sind alles erweckte Chinesen hier.
So, so viel Energie haben wir eh gerade. Oh, Moment mal. Ich vergesse es wieder. Und ich zünde es total falsch, ich Depp. Hier ist doch kaum noch jemand. Aber Führerschaft können wir hier geben. Das bezahlt sich aus. Energiereserven-Nachladerate. So, hier ein bisschen aufstocken. Kommt, den kriegt ihr noch, den Arschkeks. Dieses Gesäß Knuspergebäck. So, hier hauen wir jetzt noch ein paar Verfluchte rein zum Flankieren. Hallo ihr könnt mal wieder mitmachen. So, ihr helft damit. Vor allem, oh, die Eisenbrecher hier abhalten. Wichtig. Hier, da fangen sie nämlich schon wieder an, hier rumzuschleudern. Kleinen Perverslinge. Sag mal, hat das eigentlich funktioniert mit den Verfluchten hier reinsetzen? Hey, Mann. Mal im Ernst, was soll das denn in der Zukunft werden? Oh, okay. Ich glaube, es gibt eine kleine Planänderung. Meine Fresse, kannst du mal ein bisschen hinmachen mit deiner Karre. Das ist doch nicht zu fassen. Und mein armer Motteschrein muss leiden. Weißt du was, du gehst da persönlich rein. Los, geht da hinten rein. Ihr helft damit. Hier ist ja eigentlich jeden Augenblick der blöde Kommandant kaputt, oder? Ist er schon kaputt? Er ist, glaube ich, schon tot, oder? Jetzt gib mir doch wenigstens. Ah, du musst hier eben buffen. Und du musst hier noch Verstärkung beschwören. Das ist mir gerade wichtiger als einmal zu heilen, finde ich. Einfach weil die jetzt beim Flankieren ordentlich helfen. So, komm mal da runter. Die Federbestie hat da hinten seinen Spaß mit den Musketenschützen. Sollen wir eigentlich ganz recht sein. Boah, mach doch mal hinne. Was ist denn da? Hast du eine Panne? Ist ein Zombie ausgefallen oder was? Ich glaube, es ist noch ein Ersatzzombie im Kofferraum, Junge. So. Da runter und Nahkampfangriff die Waffen. Oh Gott, ist das ein Tempo. Und der findet es auch noch lustig. Das ist das Schlimmste von allen. So, meine Truppen hier haben so ein paar kleine Problemchen, wie es scheint. Aber hier sieht es eigentlich wieder gut aus. Das wird ein sehr, sehr knappes Ding. Wir müssen auf jeden Fall Helmand Goss wieder neu aufstocken, wenn das hier vorbei ist. Meine Truppen zerfallen gerade. Bisschen Heilung für alle. Was ist hier noch großartig drin, ist die Frage. Na, wir haben noch einen Wagi. Wir haben noch einen Wagi, der sich mal um die Eisbrecher hinten kümmern könnte. Kummern. Und hier drüben haben wir das. Kommt, ihr müsst mal alle zusammenkämpfen, so gut es geht. Du hilfst jetzt auch mal mit. Wir können das noch gewinnen. So schlecht schaut es eigentlich wirklich nicht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt können wir hier, zack. Oh, und sie können sich nicht bewegen. Ob das bei Eisenbrechern gut ist? Dann schleudern die doch noch mehr von ihren Kackbomben. Ja, Kackbomben. Die werfen mit Kackhaufen einfach um sich. Los, Helmann! Oh ne, du bist nicht Helmann. Oh ne, noch mehr von diesen Arschnasen. Und noch mehr Fernkämpfer. Scheiße, ich glaube, das verlieren wir. Das darf nicht wahr sein!
Mehr Power! Du da! Hinter! Scheint darüber. Verfluchte mal abziehen. Hier hinterher. Verfolgt die. Reibt sie auf. Mit Glück kommen die Zwerge nicht gescheit hinterher. Nicht gescheit genug. Ich krieg nicht genug. Ich kann auch auf meine normalen Cooldowns hoffen, aber ansonsten. Was sagt der Wagi? Der Wagi hat bald keine Moral mehr. Ah, die lädt sich doch wieder ein bisschen auf. Leck mich doch am Arsch, ey. Okay, hier dreht mal um. Ich krieg keine Energie mehr. Nix. Motorschein macht es auch nicht mehr lange auf diese Weise. Meine Chance steigt. Warum? Fragt mich nicht. Sie tut es. Ich will mich da jetzt mal nicht so beklagen. Du kämpfst lieber nicht im Nahkampf. Meine Chance steigt immer weiter. Ich verstehe es nicht, aber es ist gut, wenn es passiert. Tatsache. Alter, wir haben echt noch in die Flucht geschlagen. Eieiei. Also ich glaube, wir hatten schon mal einen ähnlich knappen Sieg, aber ich glaube, das setzt gerade die Drohne auf. Ja gut, jetzt die können wir fliehen lassen. Ist ja schließlich so, wer verliert, wird ausgelöscht im Tunnel. Hellmann hat auch 10 Stück. Das sind vielleicht sogar die 10 Stück, die es am Ende entschieden haben. Der Wagi ging ab, 100 Leute. Ui, und die Verfluchten, auch gute Arbeit. Ja, das war knapp, aber eine Zwergenarmee kaputt. Und wir nehmen das Geld natürlich. So, Hellmann. Du. Du. Wo war der eigentlich? Na gut, Tunnel. So ganz allein ohne Verstärkung, klar. Hellmann, du musst nochmal neu. Und so. Aber hier hätte... Der hatte keine Slayer dabei. Hier hätte so eine reine Armee aus nur Gruftschrecken unglaubliche Wunder bewirkt. Sache ist die, man kann es nicht wissen. Mit Pech läuft man damit in eine Slayer-Armee rein und dann guckt man doof. So, alle Mann weiter. Heinrich Hemmler. Na, wenigstens haben wir die Plünderstellung hinbekommen. So. Du kommst hier wieder rein. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, wir sind eigentlich wieder soweit. 35 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Runde beim nächsten Mal. Dann kann ich auch Bescheid sagen, für wann, welche Folge ich meinte, wo wir gerade aktuell sind. Also, welche Folge gerade aktuell läuft, an welchem Tag. Na gut, ich kann es ja auch auf diese Weise sagen, dass es in dieser Folge ist. Es ist gerade der 21.3. Die Folge vom 21.3. Wir könnten wieder was ausbilden, aber ich glaube, ich spare das Geld mal, um die Region hier mal zu bewirtschaften. Und da wir jetzt hier auch noch einen Nekromanten haben, läuft das eigentlich gut. Wir können eigentlich schon ins nächste Gebiet gehen und hier Burg Carcassonne holen. Das machen wir einfach mal. Bereiten wir schon mal vor. Nächstes Mal holen wir es uns. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle aber fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Part.